Heute zeige ich euch herzhafte Mohnnudeln mit Tiroler Speck. Ihr glaubt gar nicht, wie gut das schmeckt. Christoph drückt die Kartoffeln durch eine Kartoffelpresse, fügt flüssige Butter, Eidotter, Salz, Muskatnuss und Pfeffer hinzu. Dann wird das Ganze mit griffigem Mehl zu einem homogenen Teig verarbeitet. Eine Rolle formen, jeweils 2 cm große Stücke abstechen und zu Schupfnudeln formen. Salzwasser in einem großen Topf zum Kochen bringen und Nudeln reinschupfen. Die Schupfnudeln sind fertig, wollen sie oben schwimmen. In Eiswasser abschrecken. So bleiben sie in Form. Champignons, Schalotten, Stangensellerie, Chili, Apfel und Petersilie kleinschneiden. Das Speckheu in einer Pfanne mit etwas Pflanzenöl anbraten, bis es knusprig ist. Wie herrlich das duftet! Die Masse in derselben Pfanne sortieren. Einen Spritzer Zitronensaft drüber geben. Dann das Speckheu wieder rein in die Pfanne, Petersilie drüber und mit gemahlenem Pfeffer abschmecken. Den frisch gemörserten Graumohn in Butter anrösten. Die gekochten Nudeln in die Pfanne dazugeben. Und am Schluss kommt die Mohn-Butter-Mischung drüber. Lasst euch die herzhaften Mohnnudeln schmecken. Guten Appetit!